Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL. Da haben wir offenbar gerade ein klitzekleines Problem mit der Technik gehabt. Gaffer, das ist unser erstes Thema heute, werden immer mehr zum Problem. Auch jetzt beim Unfall in Steinhagen standen sie den Rettungskräften massiv im Weg, immer mit der Handykamera in der Hand. Gütersloh Landrat Sven-Georg Adenauer hat sich darüber so sehr geärgert, dass er jetzt mit Strafverfahren droht. Aus unserem Studio in Münster ist mir jetzt der Professor Alfred Gebert, ein Psychologe, zugeschaltet. Er hat sich wissenschaftlich mit dem Phänomen Gaffer beschäftigt. Schönen guten Abend, Herr Professor Gebert. Schönen guten Abend. Sowas wie Schaulustige gab es ja schon immer, wenn wir an die Gladiatorenkämpfe früher denken oder auch an Hexenverbrennungen. Ist denn das Phänomen Gaffer in der Vergangenheit mehr geworden oder wird einfach nur mehr darüber berichtet? Beim Fußball ist Zugucken ausdrücklich erwünscht. Und wir gucken heute nach Gütersloh, denn der angeschlagene FC Gütersloh bekommt Hilfe von ganz oben. Gerade läuft in Gütersloh ein Benefizspiel gegen den FC Schalke 04. Hier, das sind aktuelle Live-Bilder. Die Geschichte des FC Gütersloh ist ja eine sehr wechselhafte. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet. Erst vor kurzem stand der Verein wegen immenser Schulden vor der erneuten Auflösung. Bevor wir gleich live dort zum Benefizspiel hinschalten, kommen wir noch mal kurz zu einem kleinen Überblick über das Schicksal des FC Gütersloh. Für die nächsten drei Jahre haben sich die Sponsoren vertraglich verpflichtet, so viel zu zahlen, dass der Spielbetrieb in der Oberliga, also der fünften Liga, gesichert ist. Und um die noch vorhandenen Altschulden zu tilgen, will der FC Schalke 04 heute Abend helfen. Unser Reporter Oliver Köhler ist für uns live beim Benefizspiel dabei. Olli, sind ja viele Zuschauer gekommen, haben wir gerade eben schon gesehen. Habt ihr schon mal nachgerechnet? Reicht denn das Geld? Ja, das wäre schön. Danke, Oliver Köhler, war das live aus Gütersloh. Großeinsatz heute Nacht für die Feuerwehr in Höxter. Dort stand nämlich plötzlich ein Bauernhof in Flammen. Es dauerte bis in den Nachmittag, heute den Brand komplett zu löschen. Die landwirtschaftliche Existenz der Familie in einer Nacht komplett zerstört. Aber zum Glück konnten alle gerettet werden, auch die Tiere. Glücklicherweise war die Familie versichert, sodass jetzt wenigstens hoffentlich ein Großteil des Schadens übernommen wird. Damit schauen wir auf die Nachrichten. Im August gab es in der Region wegen der Urlaubszeit wieder mehr Arbeitslose. Aber die Experten bleiben optimistisch, denn im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl erneut gesunken. In Paderborn mussten mehr als 20 Kinder mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten sie in der vergangenen Woche die giftigen Beeren vom bittersüßen Nachtschatten gegessen. Schon kleine Mengen davon können tödlich sein. Inzwischen geht es aber allen Kindern wieder gut. Aber die Klinik rät zur Vorsicht, Kinder sollten niemals einfach Früchte von irgendwelchen Sträuchern essen. Die Arnst-Optibelt-Gruppe in Höxter hat im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord von rund 240 Millionen Euro erzielt. Der Hersteller von Antriebsriemen hatte heute aber noch einen weiteren Grund zum Feiern. Die Kunsthalle Bielefeld eröffnet am Samstag eine neue Skulpturenausstellung mit den Werken zweier Künstler. Der eine arbeitet vor allem mit Stein, der andere mag es bunt und aus Metall. Wie schlecht ist die Luft in der Bielefelder Innenstadt wirklich? Darüber gibt es gerade eine hitzige Diskussion. Messungen des Landesamts für Umweltschutz ergaben, dass die Stickoxid-Grenzwerte zum Teil überschritten werden. Die Stadt will deshalb ihren Luftreinhalteplan erneuern und denkt auch über Fahrverbote bzw. Einschränkungen nach. Vor allem die Einzelhändler halten davon wenig. Sie kritisieren vor allem das Messverfahren. Heute ist Donnerstag, das heißt, es ist wieder Zeit für neue Veranstaltungstipps und Termine. Los geht es heute in Verl mit Musik, aber wir haben noch viel, viel mehr. Suchen Sie sich was Schönes aus. 100 aufgeregte Kinder, ihre Geschwistern, Eltern und zum Teil Großeltern hatten sich heute in der Turnhalle der Quellerschule in Bielefeld zur großen Einschulungsfeier versammelt. Die meisten hatten sich auf ihren allerersten Schultag schon lange gefreut und konnten es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Immer wieder süß, die Kleinen. Oder hoffentlich behalten sie ganz lange die Freude an der Schule. Ja, immer noch werden ja Lehrer gesucht. Die Schulministerien setzen deshalb mittlerweile auch auf Quereinsteiger wie Isra Abd al-Karim. Die Uni Bielefeld hat zusammen mit der Bertelsmann Stiftung und dem Schulministerium ein für NRW einmaliges Projekt gestartet. 25 Flüchtlinge, die in ihrer Heimat bereits als Lehrer gearbeitet haben, werden seit einigen Tagen für den Schuldienst hier bei uns ausgebildet. Der Regen heute hatte auch schöne Seiten, findet unsere Zuschauerin Ursula Maria Höcke aus Minden und hat uns dieses Foto hier zugemeldet, das wirklich sehr schön geworden ist. Danke dafür. Ich persönlich mag ja lieber Sonnenschein, aber das Gute ist, für beide Sonnen- und Regenfans ist in den nächsten Tagen was dabei. Hier kommen die Wetteraussichten. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis morgen, wenn Sie mögen.